Hallo Menschen, ich möchte heute Alles Licht, das wir nicht sehen von Anthony Doerr rezensieren. Ich schrieb schon auf Instagram, dass ich hier vor dem Lesen auf jeden Fall einen gewissen Hype bemerkte, vor allem hier auf BookTube, aber es gewann ja dann auch den Pulitzerpreis. Und solche Dinge sorgen immer dafür, dass einerseits die Erwartungen ja schon irgendwie steigen, aber andererseits auch genau für das Gegenteil, dass man sich fragt, ist es nun wirklich so gut? Vielleicht übertreiben alle und vielleicht ist man dann im Endeffekt enttäuscht. Insofern hatte ich das Gefühl, dass ich relativ neutral ranging, weil ich halt so beide Seiten erlebt habe und muss im Endeffekt sagen, dass es mir gut gefällt, wenn ich auch so leichte Kritik habe. Für diejenigen, die es nicht wissen, dieses Buch spielt zum Großteil vor und während des Zweiten Weltkrieges und wir haben auch zwei Protagonisten auf beiden Seiten quasi. Die erste ist Maureen Lorch, zumindest sagt das Internet, dass ich das ungefähr so aussprechen muss, die in Paris aufwuchs, in ihrer Kindheit erblindete und dann mit ihrem Vater vor der Besatzung der Deutschen flieht. Und auf der anderen Seite hätten wir Werner, einen weißen Jungen, der in der Nähe von Essen wohnt und mathematisch, technisch und handwerklich einfach sehr, sehr begabt ist, sodass er letztlich, also nicht am Ende des Buches, aber sodass er dann in eine Napola aufgenommen wird. Es gibt noch viele verschiedene andere Perspektiven und manchmal auch Kapitel, die jetzt sich gar nicht um Menschen drehen, sondern zum Beispiel den Flug von Flugblättern eben verfolgen. Aber zum Großteil folgen wir diesen zwei Personen. Die Kapitel in diesem Buch sind sehr, sehr kurz gehalten. Es gibt welche, die sind nicht einmal eine ganze Seite lang und ich würde sagen, das längste ist vielleicht 6 Seiten lang. Und ich persönlich mochte das. Mir gefällt das, wenn man so verschiedene Augenblicke nacheinander erlebt und einen Perspektivwechsel, aber das ist sicherlich alles Geschmackssache. Genauso wie die nächste Sache. Dieses Buch ist durchgängig im Präsens geschrieben, was mir wiederum überhaupt nicht gefiel. Ich mag das grundsätzlich nicht so. Und kann das eigentlich nur wertschätzen, wenn es einen Sinn ergibt. Also wenn man in der Szene irgendwie eine Gleichzeitigkeit verdeutlichen will oder wenn einfach gerade etwas Actiongeladenes passiert oder so. Aber hier ist es halt einfach immer so. Und für mich klingt irgendwie Präsens immer ein Tick plumper als das Präteritum. Ich weiß nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann im letzten Kapitel immer noch bei jedem Verb mir gesagt habe, mein Gott, das ist im Präsens geschrieben, sondern ich konnte das dann relativ schnell ignorieren und mich halt auf die Geschichte, sag ich mal, konzentrieren. Aber es ist etwas, was ich nicht ganz so toll finde. Anthony Doerr lässt sich viel Zeit mit seinen Charakteren, das mochte ich ebenfalls sehr. Es passiert lange Zeit jetzt nichts Actionreiches. Am Anfang sind sie Kinder, da ist jetzt noch nicht groß das Weltgeschehen, was sie da verarbeiten können. Und er geht auf beide sehr gut ein. Gerade bei Werner kriegt er diese Balance, finde ich, sehr, sehr gut hin, dass die Napola für ihn die einzige Chance ist, aus diesem Milieu auszubrechen. Es gibt für ihn keine andere Möglichkeit. Alle Jungen in diesem Weißen Haus werden eigentlich mit 15 in die Schächte geschickt, um zu arbeiten. Und auch wenn das eigentlich nicht seine Ideologie ist, also Werner war jetzt nie so ein euphorischer Jungnazi, hat er trotzdem auch kein großes Problem, sich eben an dieses System anzupassen. Also er denkt zwar schon manchmal drüber nach, aber er macht absolut nichts aktiv in diese Richtung. Und dieses Gleichgewicht dahin zu kriegen, dass man ihn irgendwie auch verstehen kann und dass er auch nicht so ein klischeehafter Indiana Jones Nazi ist, aber dass man ihn auch nicht mehr wirklich lieben kann, weil er wirklich nur passiv mitmacht und solange er halt so ein bisschen an seinen Sachen tüfteln kann, fährt er da halt auch in Kriegsgebiete und sucht nach versteckten Funkern, die andere Leute dann ermorden und dergleichen. Aber diese Balance hat er sehr gut hingekriegt. Meiner Meinung nach, was ich natürlich nicht wirklich nachvollziehen kann, aber meiner Meinung nach war auch Maries Blindheit sehr gut beschrieben. Wir haben halt dann wirklich Kapitel, die sich nicht so auf die visuellen Eindrücke konzentrieren, sondern mehr mit Geschmack und Geruch arbeiten. Das kam mir zumindest sehr glaubwürdig vor. Ich kann es natürlich nicht wirklich einschätzen, aber es hatte sich zumindest für einen Leser, der das nicht erfahren hat, glaubhaft angefühlt. Aber so eine Sache, die mir während des Lesens immer wieder auffiel und ich bin mir noch nicht mehr ganz sicher, ob ich direkt sagen kann, negativ auffiel, ist eine gewisse Leichtigkeit in der Sprache und der Atmosphäre. Was ich damit meine, ist einerseits, es sind nicht nur kurze Kapitel, es sind auch sehr, sehr kurze Sätze und das ist alles sehr simpel geschrieben, meiner Meinung nach. Ich kann auch hier den englischsprachigen Rezensenten überhaupt nicht zustimmen. Also hier auf BookTube, die alle hin und weg waren und gesagt, die Sprache ist großartig, er formuliert so wundervoll. Das habe ich ehrlich gesagt nicht gemerkt. Also es gibt zum Beispiel wenige Stellen, die ich mir jetzt aufgrund der schönen Formulierung angestrichen habe. Eine möchte ich euch kurz vorlesen, das ist wirklich nur ein einziger Satz. Der kommt, nachdem vorher in den Kapiteln immer so ein paar Gerüchte aufkamen, ob die Deutschen jetzt wirklich nach Frankreich marschieren. Und das nächste Kapitel beginnt dann mit: Der Krieg verliert sein Fragezeichen. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Formulierung. Manchmal driftet der Autor auch so ganz kurz ins Pathetische, aber es gibt eine Stelle, da steht zum Beispiel der personifizierte Tod auf seinem
Gaul vor einem Haus und sieht hoch zu unserem Protagonisten quasi. Und der Erzähler quasi sagt was wie: Zieh vorbei, zieh heute vorüber. Das war zum Beispiel nicht ganz so meins. Aber zum Großteil ist es halt sehr, sehr einfach geschrieben, sodass man zwar schnell durch das Buch kommt, aber gerade bei 500 Seiten fiel es mir dann ja doch ein bisschen negativ auf, dass ich mir vielleicht etwas Schweres und auch tatsächlich etwas Schwierigeres gewünscht hätte. Etwas, was mich etwas mehr fordert und fördert, gerade auch bei dem Thema. Und da komme ich auch zum zweiten Punkt, der Atmosphäre. Es werden zwar schon in Abständen immer mal so ein bisschen die Kriegsgrausamkeiten beschrieben oder auch Gräueltaten der Nazis. Und mir persönlich geht es dann aber einfach etwas zu leicht und zu flott und zu locker weiter. Ich weiß nicht, ob andere das nicht so empfunden haben, aber es ist definitiv nicht das Buch über den Zweiten Weltkrieg, was mich am tiefsten geprägt hat. Also im Gegenteil, es war schon spannend und schön, unseren Charakteren zu folgen, aber es hat mir irgendwie so diese Fürchterlichkeit des Krieges nicht nochmal so deutlich vor Augen geführt wie andere. Um es also nochmal kurz zu fassen, es ist nicht mein liebstes oder beeindruckendstes Buch über den Zweiten Weltkrieg, aber es ist durchaus gut. Und ich würde es wirklich auch den Leuten empfehlen, die die Bücherdieben mochten, vor allem von der Sprache und der Erzählweise her. Also ich weiß, dass das halt gerade die Bücherdieben ist ja auf BookTube auch so das große Buch über den Zweiten Weltkrieg. Aber es steht ja in Buchhandlungen auch oft bei den Normalromanen und dann nochmal bei den Jugendromanen, hat ja auch so ein extra Jugendcover und das passt meiner Meinung nach. Aber ich finde dieses Buch ist tatsächlich entweder ein sehr, sehr, ein außergewöhnlich gutes Jugendbuch oder ein eben okayer, ein guter Roman für Erwachsene. Also ich kann es schon empfehlen, aber es gibt Bücher über den Zweiten Weltkrieg, die mich einfach tiefer geprägt haben und die kamen dummerweise, sage ich jetzt mal, zuerst und daran kommt das einfach noch nicht so ganz ran. Viele Leser loben dieses Buch ja in den Himmel. Ich weiß nicht, eine Menge Leute haben es, glaube ich, inzwischen gelesen. Ich wollte es auch schon lesen, seitdem das englische Hardcover rauskommt. Zumal es auch wirklich, wirklich eine sehr, sehr schöne Covergestaltung hat und einen angenehmen Titel, meiner Meinung nach. Wer mir noch etwas dazu zu sagen hat, mir widerspricht und mir zustimmen möchte, über den Hype reden möchte, der kann es natürlich gerne in den Kommentaren tun. Ansonsten danke ich euch wie immer fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.